Ja, schon eine neue Situation. Ganz unwohl jetzt vielleicht nicht, aber schon komisch, so vor der Kamera zu sprechen und vor allem das Richtige dann zu sagen. Ich heiße Michael Liebrich, komme aus dem schönen Bundesland Baden-Württemberg und bin selbstständiger Floristmeister in Weilheim-Teck. Ah, nein, ich bin da sehr authentisch. Also ich sage auch, in meinem Blumenladen gibt es nur die Dinge, was ich vertreten kann. Ja, natürlich kommen für mich Kunstblumen auch nicht in Frage. Also es gibt es für mich definitiv zu 100% gar nicht. Also für mich ist es schon wichtig, dass wirklich das real ist, was da steht und was ich verkaufen möchte. Ja, richtig glücklich macht mich, wenn ich vom Großmarkt komme und die Blumen auslade, in die Vase kommen und dann nachher einfach diese Menge an frischen, schönen Blumen auf dem Tisch stehen und dann Kunden reinkommen und sich erfreuen an dem, was neu eingetroffen ist. Traurig macht mich dann, wenn ich sehe, dass die Ausbildungssäle sinken, dass Schule geschlossen war, dass Fachkräfte nicht mehr existiert. Und das macht mich dann traurig, weil ich denke, wo stehen wir in 5 Jahren, wo stehen wir in 10 Jahren? Ich glaube, das wird meine Frau gleich sagen mit meinem Dickkopf. Also ich kann mich schon eine Sache relativ rein verbeißen und das auch nach außen dementsprechend dann austragen. Ich freue mich mega drauf auf die deutsche Meisterschaft. Natürlich ist immer das Ziel, das Ding zu gewinnen. Aber ich gehe es mit einer größeren Gelassenheit an, wie von früheren Wettkämpfen her, weil ich einfach sage, ich kann einfach zeigen, was ich kann. Und die Bewertung und die Tagesleistung entscheiden dann einfach nachher über den Ausgang.